Na, willkommen zurück zu einer neuen Folge Oxygen Included. Ich nehme hier gleich im Anschluss, weil ich nehme hier gleich im Anschluss die zweite auf. Weil es gerade so gut läuft. Und ehrlich gesagt, also so dringend ist es jetzt auch wieder nicht, dass wir hier rüberkommen zum Goldamalgam, weil im Moment haben wir noch keinen. Also wir haben noch keine da automatische Ernte aktivieren. Da auch. Was ist das schon wieder ein Aberbaum, ne? Wir haben noch keine heißen Geysire, sowas wie ein Salzwasser-Geysir. Die kann man damit gut handeln. Da braucht man halt den Entsalzer aus Goldamalgam und den Sauerstoff. Ne, den Sauerstoffdiffusor nicht mehr. Aber man braucht die Gaspumpe und eben den Entsalzer aus Goldamalgam. Dann kann man es machen. So, also, der Schleim hier ist eindeutig, naja, irgendwie grün. Ah, ups. Also, das hier ist wahrscheinlich eine Ausgeburt des ekelhaften Entwicklers. Also, ich bin mir ziemlich, also nicht das ganze Entwicklerteam, sondern der Entwickler, der die Eigenschaft Schleimpilze für irgendwelche, wie heißt, für irgendwelche Planeten erfunden hat. Der muss doch, der Mann ist doch. Oh, da ist noch ein Aberbaum. Also. Weil diese Schleimpilzfähigkeit, die klatscht diese beschissenen Schleim da, Dinger da, die packt die überall auf die ganze Welt und ich nehme mal an, dass das hier eine von diesen Schleimpilzen ist, eine von diesem Schleimpilzbefall, den man eben da als Einstellung hat in dieser Welt. Und deswegen ist der wahrscheinlich ein bisschen andersfarbig als der Rest. Weil das eben sozusagen eine Eigenschaft des Planeten ist. Also, ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat. Also, es ist auf jeden Fall eine sehr ekelhafte Eigenschaft. Ja, hier ist einer. Na gut, jetzt kann man ja durchgraben, ne? Auf Escape gedrückt. Dem Finger und Schild los. Kein Forschungsschwerpunkt, ja, das gibt's bei mir nicht. Woran haben wir gerade geforscht? Da unten, ne? Weiter oben. Ne, was? Wo haben wir denn gerade geforscht? Bin ich dumm? Ach, fossile Brennstoffe, ja, logisch. Klar. Jetzt haben wir hier Ölraffinerie und Petroleumgenerator. Den brauchen wir später. Erdgasgeneratoren, ja. Ja. Ist ganz nett. Also diese Schleimpilze, mit denen werde ich auf jeden Fall nicht warm. Mit denen werde ich auch nicht klarkommen, da bin ich mir relativ sicher. Mit dieser Eigenschaft des Planeten. Geht ja gar nicht vor. Geht ja gar nicht voran. Ah. So, der ist ja immer noch eingesperrt. Also natürlich ist er das, aber. Immer noch 0% Stress, ist einigermaßen gut. Ist nur einigermaßen gut, das ist sehr gut. Perfekt. Wir haben 1800 Kilo Holz. Da braucht man wieder die Fertigkeit. Warum geht das nach oben? Was ist los? Ah, wegen dem oder? Nee, wegen dem. Muss ja. Was immer da runterläuft, denke ich mal. Ach so, weil Freizeit ist. Oh, jetzt hatte ich da 75 Kilogramm Wasser heruntergeschmissen. Aber wir haben da auch nur so wenig Wasser. Also. Warum ist da so wenig Essen? Ich meine, da ist ja überhaupt kein Wasser. In der Welt. Ah, okay, hat ihn über Druck. Ist alles gut. Was? Ah, nee, okay, hat jemanden über Druck. Ich dachte schon, weil da unten steht, erzeugt Erdgas. Aber hat ihn über Druck. Was jetzt? Was machen wir Revolutionäres?
Wir müssen, na gut, forschen. Forschen, das machen wir Revolutionäres. Ach ja, genau, und Betten umsetzen. Das ist auch revolutionär. So, da oben mal. Was ist da? Was ist da? Ach, wegen dem Ast oder wie? Ja, wegen dem Ast. Okay. Dann wird irgendwer halt da drüben schlafen. Kann ich ja nichts für. Okay. Gruppenmatch, ja, es kommt ja schon. Okay. So langsam steigt der Kohlendioxid. Das Kohlendioxid meine ich natürlich. Tritt hier in die Pedale, aber wenn beides aktiv ist, dann scheint es nicht so gut zu laufen. Waren gleich 10 Kilo? Sehr schön. So, dann kann er wieder tolle andere Dinge machen. Na komm, jetzt. Ah, das ist auf der 4. Ups. Das wollte ich gar nicht. So, ich muss hier mal wieder auf die 5 setzen. Kein Wunder, dass das hier keiner macht. Aber wir brauchen da auf jeden Fall ein Feldbett vor Heiligabend. So, wessen Feldbett ist das? Niemals. Okay, sozusagen. Mach das mal kaputt. Okay. Ja, also könnt ihr da oben mal dranbleiben. Ist ja schlimm. Aber gut, zumindest haben wir das Bett. Das andere Bett können wir immer noch abreißen. Die Route da nach unten ist äußerst ungünstig. Gut, dann müssen wir vor allem forschen und Filtration, ja. Das brauchen wir auch noch, weil nicht schon mit dem. Komm, jetzt muss man aber auch mal aufhören mit Kochen, weil sonst kommen wir zu nichts. Ungekühlte Nahrung, ja, ich weiß, dass sie ungekühlt ist. Hier oben ist auch noch Holz, immer noch 1800. Okay, die erste Forschung ist abgeschlossen. Jetzt können wir filtern. Was im Moment, ja, so mittelmäßig wichtig ist. Da hinten haben sie auch einen reingepackt. Und, ach ja, genau. Hier die Pflanzen auf die 6. Das ist auch schon Autoernte. Er isst noch, aber ich glaube, sein Essen ist schon abgezogen, was er gegessen hat. Okay. So, dann können wir hier eigentlich schon. Oh, wir haben keine Druckkontrolle. Mann, was? Am Anfang muss man immer so viel erforschen. Ist schlimm. Ah, wir sind hier schon bei 36 und 0 von 20. Das geht. Jetzt, wir werden jetzt auf jeden Fall einigermaßen viel Energie hier auch in die Forschung investieren. Kann man nicht starten. Ah, okay. Einfach einen Block und noch einen Block abgraben. Dann sind wir da auch schon dran. Wir haben uns auch eins reingesetzt. Okay, das ist so ein Überdruck bei dem Geist. Jetzt macht einen immer. So, Doppelforschung, hier mit fortschrittliche Forschung und Novizenforschung. Sehr schön. Hassan macht was mit Hassan? Desinfizieren. Was hat denn der Supercomputer hier an Keim? Lebensmittelvergiftung, okay. Danach forschen. In der Forschungsstation. Ah, nee, Versorgung für Forschung. Und sie macht hier unten an der Forschungsstation weiter.
oben. Das ist auch schon irgendwie was. Sieht aber nicht allzu appetitlich aus, muss man schon zugeben. Ja. Das Ding isst man. Also von weitem sieht die Animation irgendwie ein bisschen realistischer aus als von nah. Kolonierfolg, was ist denn jetzt los? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wenn du wieder in Ungarn oder was, Bett und Bad, gutes Ei, ja. Was hab ich denn schlüpfen lassen? Tja, wahrscheinlich wieder leuchtendes Zeug da. Vielleicht sieht man hier gleich die Animation. Ihr seht, hier sie schiebt das Teil auch richtig hoch. Wenn sie jetzt gleich weggeht, dann wird sie das auch richtig runterschieben. Also richtig mit Animation und allem. Oh Mist, jetzt habe ich es nicht gesehen. Aber, ach nee, bei kein Strom wird sie es nicht runterschieben. Ist ja dann ganz klar. Okay. Jetzt haben wir 2100 Holz. Nicht schlecht. Ach, ich dachte schon, er schiebt ein bisschen. Ah, Druckerzeugnis schon. Dornblütensamen, ja, genau das meine ich. So, sehr schön. Jetzt haben wir hier Dornblütensamen. Das ist doch mal was. Die würde ich ganz gerne schnell aufräumen. So, zack. Aufräumauftrag, damit da keiner hinrennt von diesen Pips, die aus irgendeinem Grund hier. Ah, auf der Seite ist gar kein Pip mehr. Ist ja nett. Nur noch der da. Aber der ist so ein bisschen. Okay, das haben wir auch geerntet. Das hat sich selbst geerntet. Zwölf von 20 und 30 von 30, nicht schlecht. Es geht schnell. Und dann brauchen wir Druckkontrolle und dann können wir schauen. Weil Veredelung haben wir ja schon alles. Also, das wird so der Untergrund gut. Das sind vier. Das heißt, der müsste noch um eins da runter verschoben werden. Das wäre nett. Genau, luftdurchlässige Ziegel bräuchten wir auch statt den hier. Aber wir können hier schon mal anfangen, ein bisschen zu graben. Circa hier so. Und ja, nicht ganz so viel. Also, nur erstmal die zwei. Ich sage, also, ich kann jetzt gerade gar nicht vorstellen, wie es hier so. Eine Tür. Und hier hinten eine Tür. Da geht das Kohlendioxid runter. Da oben kommt dann. Oh, wir brauchen wesentlich mehr Platz. Und ist auch noch ein Oxyfahren. Das ist gut, da könnte man theoretisch auch noch ein bisschen umleiten. Wir brauchen aber hier unten wesentlich mehr Platz. Wir werden da hoffentlich auch noch ein Pip reinstecken, wenn wir hier ein Tierei irgendwie bekommen können. Dann stecke ich da unten Pip rein und dann soll der das mal machen. Okay, Forschungsschiff. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir? Wasserstoffgeneratoren, früher oder später brauchen wir die. Aber vorerst hier die Druckkontrolle. Mal da ran. Da komm mal ran. Okay. So, jetzt so. Warum kramen sie immer nur einen Block ab und dann direkt wieder weg? Okay, perfekt. Alte Ethanol-Destillerie ist schon mal da. Hier wird sie nicht hingehen und wir brauchen sie hier. Genau da. Hier wird's. Gut, dann werden wir das wohl. Oh, das geht auch nicht. Das heißt, wir müssen die Tür noch eins weiter nach vorne setzen. Na genau, hier hin. So. Ja, ich weiß doch, dass es ein ungültiger Konstruktionsort ist. Ist gut. Aber so ungültig ist der doch gar nicht. Okay, damit hätten wir das. Können wir direkt da unten. Ah, okay, da kommen wir jetzt nicht mehr ran.
Forschung ist abgeschlossen. Gut. Wow, das ging aber flott. Also, sagen, ich bin zufrieden mit meinen Duplikanten. Das ist auch nur eine Novizenforschung. Das ist relativ einfach. Das sind schon mal 5. Gut, aber die Frage ist, wie kommen wir da runter? Ich glaube, wir brauchen noch ein neues Bett. Ja, Möbel, einmal. Mal, wohin? Da drüben, so. Da war noch eins hin. Für Hassan. So, wir kommen hier hinten schon gut voran. Forschen hier, ja, natürlich habe ich jetzt abgeschlossen. Das steht gar nicht mehr da, das ist ein ungültiger Konstruktionswert ist. Ein unerreichbarer Grabeort, obwohl gar nicht mehr abgegraben werden muss. Das finde ich ein bisschen schade, dass es eben immer dann da steht, ja, unerreichbarer Grabeort oder sonst irgendwas, obwohl es gar nicht so ist. Also kein Forschungsschwerpunkt, das gibt es nicht. Direkt weiter forschen. Ach ja, da waren die ja dabei. Luftdurchlässige Ziegel meine ich natürlich. Die kosten zwar ordentlich Aluminiumerz, aber was soll man machen? Hassan, Hassan, hier rein. Okay, kurz vorm. Okay, den ersten hätten wir schon mal. Wenn wir den. Upsa. Dann werden wir hier den ersten. Ah, den müssen wir hier vorne. Den Ziegel hier direkt zerlegen. Mit Aufträge gibt es eigentlich. Ja, oh, das sehe ich jetzt gerade nicht, aber. 0% Stress ist noch gut. Ist alles noch warm. Lufterfrischer werden wir früher oder später da auch noch drin brauchen. Also, weil da ist dann ja die Ethanol-Destillerie drin. Da ist dann. Eben der Petroleumgenerator drin. Ja, das war's eigentlich. Ach nein, Lebensmittelvergiftung, ernsthaft. So, perfekt. Dann hätten wir das. Das, so, zack. Ups, nein, 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 stopp, stopp, stopp. Ups, Entschuldigung. Hier. Das dann hier so bloß, dass ich hier eins freilasse, das hier zerlege und hier einfach ja, eine Leiter runter. Zack, zack. So, hier oben ist noch eins. Okay, ja, dann werde ich dann eine Leiter runterlegen. So, damit da schön alles da runterkommt. Das brauchen wir eigentlich nicht. Frage ist, warum haben wir es überhaupt da hochgesetzt? Also, ich weiß, warum wir es da hochgesetzt haben, aber ist das wirklich nötig? Also, kann man das nicht. Ich muss erstmal mitkommen, muss ich. Also, wir müssen das hier hinsetzen. Ja, das ist logisch. Dann bedeutet das, ich würde hier. Nicht unbedingt einsetzen, aber hier statt dem hier so eher hier vorne hin. Okay, und dann natürlich neue Möbel. Steche ich meine ganzen Feldbetten hier um. So, Forschung ist wahrscheinlich auch bald abgeschlossen. Ja, ah, da kommen wir gerade gar nicht hin wegen dem. Oh, das war aber eine Riesenforschung hier. Okay, Toilette und Dusche haben wir jetzt schon. Das Waschbecken und Gitterziegel. Sehr schön. Sonst noch irgendwas? Brauchen wir noch? Brauchen wir noch irgendwas für später? Wasserstoffgenerator. Ja, den brauchen wir noch. Bevor es dann wieder heißt, oh, wir haben keinen Wasserstoffgenerator. Jetzt, wo wir gerade Zeit haben. Ist das schon wichtig? Okay, Feldbett ist noch nicht gemacht. Da ist aber ordentlich Kohlendioxid da unten. Nochmal als Overlay hier. Okay, schon mal haben sie keine neuen Pflanzen eingebuddelt.
Nett. So, jetzt kamen zwar einige Tage keine Videos, das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall mehr Videos machen müssen, viele Videos, um dem Ganzen gerecht zu werden. Weil ich will euch natürlich auch wirklich alle Videos bieten, die es irgendwo zu bieten gibt. Also ihr müsst jetzt auch nicht alle Erde landen. Also stopp. Es reicht jetzt so langsam mit dem Beliefern. Nur Nahrungsmangel. Ach ja, da war ja was. Jetzt 2, 3. So. Ja, hier hinten, da ist doch auch noch was. Eben, oh, ups. Na gut, habe ich eben halt darüber geholt. Ist auch in Ordnung. Ah, das ist zur Freizeit, aber gut, zumindest hat er das noch geliefert. Mit, das ist nicht so gut, ich würde das Ganze gerne abgraben. Weil sonst wächst der, glaube ich, nicht so richtig. Ich weiß es aber nicht. Jetzt haben wir noch 1200, weil hier wahrscheinlich ordentlich was an Holz lag. Und da hinten denke ich mal auch. So, also der Grund, warum ich Ethanol benutzen will, ist, dass man mit der gleichen Menge an Holz einfach wesentlich mehr Strom erzeugen kann. Und oh, dadurch eben weniger Holz verbraucht und von dem Holz haben wir nicht unbedingt viel. Also muss man ein bisschen sparsamer mit umgehen. Ist recht, weil die Hedges hier vielleicht auch Erde essen. Aber Erde hat man im Endeffekt einigermaßen gut. Also hat man ausreichend, glaube ich. So an sich. Wer macht das denn jetzt? Ah, ja. Das ist eben. Ne? So, das hier zerlegen, raus mit. Und er zerlegt das jetzt. Ja, und was ist mit den Dingern hier? Hallo? Hallo? Ups, oh, das war eigentlich so nicht geplant. Ups, na gut. Dann haben wir hier schon mal einen luftdurchlässigen Ziegel da. Ist doch auch mal was. Boah, das da. Kabel, und hier. Da legen. Und sonst noch irgendwas? Ich glaube, wir brauchen da wesentlich mehr Platz. Fällt mir gerade, was ist das? Ach, ich muss das Sauerstoff, okay. Ich muss es jetzt nochmal wegmachen, weil hier hinten einfach sehr wichtige Dinge rumstehen. So, das muss jetzt aber mal so langsam gemacht werden. Also es gibt so nicht, dass da nichts passiert. Das Kohlendioxid steigt immer weiter. Ungünstig. Immer noch. Also es wird nicht unbedingt besser, nur weil. Kann man den drehen? Den kann man noch drehen, oder? War das nicht so, dass man den drehen konnte? Nee, kann man nicht drehen. Okay. Denn dann kann man ihn nicht drehen. Ich dachte, vielleicht können wir das Ding drehen und. Da brauchen wir aber auch. Aha, das ist ungünstig. Arg ungünstig. Zerleg das hier mal. Pack da. Oh, ein Oxyfan-Samen. Sehr schön, sehr schön. Da. Algen nehme ich jetzt deswegen nicht, weil ja. So ein Oxyfan-Samen ist einfach extrem viel wert, weil wir den da unten reinpacken können. Sanitär und Lüftung, ja. Ist alles in Ordnung. Kein Flüssigkeitsausgang, ja, ich weiß doch. Ist doch gut. So, der muss auf jeden Fall so da drauf.
Wir müssen gucken, dass wir da irgendwie anders runterkommen. Weil wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Platz als das bisschen da. Und da müssen wir dann auch Poképanzer irgendwie reinbekommen. Weil diese Poképanzer, die fressen verschmutzte Erde. Und das hier erzeugt verschmutzte Erde. Das heißt, wir haben eigentlich viel Sand. Sehr viel Sand. Und weil der Flüssigkeitsfilter, der erzeugt ja die gleiche Menge an verschmutzter Erde, wie der Sand verbraucht. Das ist eigentlich kein Problem. Weil das kann man ja immer wieder recyceln, solange man eben die 12.000 Kilo hat. Aber der erzeugt ja nochmal extra, ohne dass er verbraucht nur Holz. Was bedeutet, wir haben mehr Sand. Sand können wir an Hatches verfüttern, wenn wir denn jetzt Hatchling-Eier hätten. Folge schon wieder 26 Minuten an. Könnten wir in Hatches verfüttern und dann hätten wir auch noch Kohle. Das könnten wir auch noch hier reinpumpen. Wenn wir schon, also wenn es schon mal da ist, dann pumpen wir es natürlich rein. Aber das könnte man dann theoretisch auch noch nutzen, um mehr Kohlendioxid zu generieren, weil mehr Kohlendioxid bedeutet auch mehr Sauerstoff. Ich weiß, der Satz an sich macht schon keinen Sinn. Aber theoretisch ist das so. Zumindest wenn man diese Oxyfan-Dinger hier hat. Das dauert aber ordentlich lang, ne? Wasser, Stärke, okay. Müssen wir noch einen Weg finden, wie wir da eben. Und bauen, okay. Drei. Athletik und bauen. Baut aber ordentlich. Wie lange baut? Wie lange baut sie das schon? Na gut, sie ist auch praktisch die schlechteste von uns zu bauen, oder? Aha. Heißt. Aber endlich haben diese die Fertigkeiten, nee, die hatten vorher schon eine. In deutscher Übersetzung. Aber da drin kann doch keiner atmen. Also da kann man doch keine. Der wächst schon, ne? Der ist schon gewachsen. Ja, der ist schon gewachsen. Der wächst jetzt noch. Und wir haben es geschafft. Okay. Das hat mal kurz geruckelt. Ah, das hier ist auch noch so ein Ding. Hier sieht man die Reichweite von den Sachen. Wie lang, also wie weit die saugen können. So, dann brauchen wir das hier. Und dann mache ich hier zu. So, Deckel drauf. Und zack. Heißt, wir haben jetzt verschmutztes Wasser und verschmutzte Erde. Hierdurch. Und natürlich Ethanol. Logischerweise. Perfekt. Woran arbeiten wir eigentlich gerade? Also woran forschen wir eigentlich gerade? Das ist die Frage. So, jetzt hat es aber gerade ordentlich geruckelt. Es könnte an diesem einen Mod liegen, der guckt, ob die Duplikanten, ob die Duplikanten von den wichtigen, von ihren wichtigen Dingen abgeschnitten sind, also Bett und so. Wo packen wir den denn jetzt hin? Der ist doch riesig. Hier ist eigentlich ein ganz guter Platz. Kommt aber halt keiner ran. Das ist das Problem. Noch ein Ziegel drauf, so. Und dann können wir das in Dornblüt pumpen. Heißt, hier ist so unendlich Wasser und so. Weil für anderes Wasser, also heißes Wasser können wir auch für Sauerstoff nutzen. Der Sauerstoff wird dadurch nicht wärmer. Das macht keinen Unterschied. Aber das ist halt schön gekühlt, das Wasser. Das ist 22 Grad oder so. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist 22 Grad.
Aber die Folge ist schon wieder 30 Minuten. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, also, es ist halt sehr, sehr interessant gerade und ich muss mal ein bisschen was nachholen. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und tschüss.